Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Kohldampf von Maxwell in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kohldampf von Maxwell, das Ganze aus dem Jahr 2017. Die Box, den Bucket, habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. So. Und uns dann im Detail ansehen. Allerdings, bevor ich die Folie entsorge, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Maxwell 45 Rounds per Minute Vinyl Kohldampf inklusive Download Voucher. Also zusätzlich zu Vinyl gibt es dann hier noch einen Download-Voucher, einen Download-Code dabei. Wir haben hier den guten Mann, den Interpreten abgebildet, Maxwell in seiner Comic-Variante. Darüber lesen wir 187 Straßenbande präsentiert, Maxwell Kohldampf. Und dann haben wir hier links ein Krokodil und rechts so einen Autoscooter. Also sieht sehr verrückt aus das Ganze, einerseits so eine Safari-Landschaft, andererseits eben hier Hubschrauber, Autoscooter, Riesenrad, sieht aus wie so ein Fernsehturm, also sehr interessantes Cover. Auf der Seite lesen wir dann auch nochmal Maxwell Kohldampf und 187 Straßenbande. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist des Albums und zwar haben wir insgesamt 15 Tracks an der Zahl und jede Menge Features. Wir haben Features von Alex, Raf Camora, Tory Lanez, Jesus, nochmals Jesus, Bones MC, Alex, Safir, Bones MC, Jesus und Alex. Also fast ausschließlich aus dem 187 Camp bzw. Umfeld und ein Army-Feature Tory Lanez. Die Beats von Jam Beats bzw. einer von Beat Aura. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Also ein Gatefold zum Aufklappen. Hier wieder diese Landschaft, die wir vom Cover kennen. Und hier dann das 187 Straßenbande Logo in Rot. Schön gemacht. Dann werfen wir mal einen Blick in die erste Tasche. Und zwar haben wir hier die Vinyl in so einer Stecktasche. Maxwell Logo in der Mitte. Und dann Rot bzw. Orange, Schwarz, Braun, gelbe Camouflage. Hier unten haben wir unter anderem eine Krone und einen Hai. Und hier oben, das sieht so ein bisschen nach Krokodil aus. Aber vom Design her sehr gelungen, dieser Camouflage-Stil. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Vinyl an sich. Die sieht so aus, klassisch in Schwarz gehalten. In der Mitte, wie auch das Cover, sehr farbenfroh. Und hier lesen wir dann A- und B-Seite, bedeutet wir haben hier 4 Tracks auf der A-Seite, 4 Tracks auf der B-Seite. Also spannenderweise hier A- und B-Seite auf einer Seite aufgedruckt. Warum? Die Rückseite ohne Tracklist, einfach hier mit 187 Straßenbande-Logo bedruckt. Okay, dann machen wir die mal wieder rein. Und dann haben wir in der zweiten Tasche ebenfalls noch eine Vinyl und natürlich den, wo haben wir ihn? Den Download-Code. So, jetzt haben wir ihn. Bevor wir zum Download kommen, schauen wir uns natürlich noch die zweite Vinyl an. Die Tasche wie auch schon die erste. Und so sieht dann Vinyl Nummer 2 aus. Hier lesen wir dann auch wieder C- und D-Seite mit 4 beziehungsweise dann 3 Tracks und Rückseite ebenfalls wieder mit 187 Straßenbande. Gut, also das die Doppelvinyl und dann haben wir wie so oft bei Vinyls dabei einen Album-Download-Voucher. So sieht das aus. Mit diesem Download-Code kann man das Album dann runterladen. Finde ich immer gut, wenn das bei den Vinyls dabei ist. Denn so ist man nicht nur auf den Plattenspieler angewiesen, sondern kann sich das Album auch nochmal in digitaler Version sichern. Gut, zum Abschluss fassen wir einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet.
Einmal die eben gezeigte Doppelvinyl A, B, C und D-Seite mit insgesamt 15 Tracks. Und dann hier dieser Download-Voucher, dieser Download-Code zum Album in digitaler Form. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition von Maxwell Kohldampf. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Maxwell unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.